Der Sport war immer auch mit einer politischen Ebene aufgeladen in der Zeit des Kalten Krieges. Das galt für Begegnungen zwischen den USA und der UdSSR, aber natürlich besonders auch im deutsch-deutschen Systemkampf, weil es ja auch immer ein Kampf um die nationale Identität war. Und die Sportler selbst mögen das nicht immer so empfunden haben oder nicht bei allen Gelegenheiten, aber von der Politik wurden diese Wettkämpfe eben doch häufig sehr stark mit politischen Sinnzuschreibungen belastet und überlastet. Und das griff manchmal dann eben doch auch auf die Zuschauer über, sodass man dann doch den Eindruck hatte, dass auch die Bevölkerung in Ost und West eine Art Systemkampf in der Arena empfand. Welche Wirkung hat denn dieser Kampf der Systeme auf der Tatanbahn oder eben auf dem grünen Rasen denn letztlich, wenn es so ganz knappe Entscheidungen auch waren und wenn irgendwann später auch Medaillen ausgezählt worden sind, welche Wirkung ging davon aus für beide Länder? Im Grunde genommen war damit immer eine sehr, sehr hohe Anspannung verbunden. Die DDR war ja anfangs noch sportlich unterlegen bei Olympia, konnte sich dann aber sehr, sehr schnell emanzipieren. Und das übte einen großen Druck aus auf die bundesdeutsche Sportpolitik. Denn man war es ja eigentlich gewohnt, der DDR überlegen zu sein, wirtschaftlich, was die innere Legitimation des Staates betrifft, was die Konsumkultur betrifft. Und dass nun seit Ende der 60er Jahre die DDR nun plötzlich die Bundesrepublik überflügelte, was die Medaillenanzahl betraf, das war eine Art Sputnik-Schock im Sport und hat den bundesdeutschen Sport entsprechend unter Druck gesetzt.